Erteile ich das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Gäste auf den Tribünen. Bereits vor einem guten Jahr habe ich hier an gleicher Stelle gesagt, dass der Wissenschaftsstandort Deutschland in hohem Maße davon abhängig ist, inwiefern es uns gelingt, die besten Köpfe zu holen oder auch zu behalten. Behalten im Sinne von halten. Deshalb spielen gute Arbeitsbedingungen, da stimme ich Ihnen sofort zu, Frau Gohlke, am Arbeitsplatz eine enorme Rolle. Ich sage aber an der Stelle auch ganz klar für die CDU/CSU, ein Befristungsunwesen, so wie Sie es auch immer wieder so bezeichnen, werden wir mit aller Entschiedenheit bekämpfen. Gute Arbeitsbedingungen brauchen zunächst eine ausreichende und verlässliche Grundfinanzierung. Da sind wir uns auch wieder einig. Und jetzt kommt der entscheidende Unterschied zwischen uns. Der entscheidende Unterschied ist, diese Grundfinanzierung muss auch verbunden sein mit einer zeitgemäßen Personalstruktur. Beides sind Punkte, für die die Länder verantwortlich sind. Und die Länder, und jetzt mal gut zuhören, haben ebenso wie der Bund in den vergangenen Jahren eine recht gute Einnahmesituation gehabt. Und wenn Sie sich die Ausgaben einmal anschauen für die Hochschulen von Seiten des Bundes vom Jahr 2010 bis 2014, dann sind die um 56% gestiegen. Die der Länder um 19%. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Prioritätensetzung für Bildung und Wissenschaft sieht für mich anders aus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können als Bund wichtige Rahmenbedingungen setzen. Und im Gegensatz zu Ihnen von den Linken reden wir nicht über Jahrzehnte über prekäre Arbeitsbedingungen. Übrigens, ohne noch nicht einmal definiert zu haben, was eigentlich gute Arbeitsbedingungen sind, auch nicht gestern Nachmittag auf der Podiumsdiskussion. Wir als CDU/CSU wissen, was gute Arbeitsbedingungen sind und haben sie auch definiert. Und wir wollen sie für alle Beschäftigten im Wissenschaftssystem. Das haben wir deshalb, die Situation heute, analysiert und wir haben gehandelt. Und das Handeln sind, da muss ich Ihnen völlig recht geben, die ersten Schritte hin zu einer Veränderung. Was haben wir verändert? Nur in den letzten 12 Monaten, im Zeitraffer ganz kurz, weil ich habe wenig Zeit. Wir haben zuerst ein neues Hochschulstatistikgesetz gegründet. Warum? Wir brauchen Erkenntnisse über Personalstruktur, sonst können wir keine entsprechenden Maßnahmen aufsetzen. Wir haben den Ländern die Laster BAföG-Kosten genommen. Das sind immerhin 1,17 Milliarden Euro gewesen. Für die Gäste auf der Tribüne, die vielleicht mit dieser Größenordnung nicht viel anfangen können, hätten wir diese Gelder, Konjunktiv, in die Hochschulen gesteckt, wären das rund 12.000 Stellen gewesen. Wenn wir diese Stellen auf alle Hochschulen verteilt hätten, wären das im Schnitt 40 unbefristete neue Stellen jährlich gewesen. Da hätte man was mit anfangen können, wenn man es gewollt hätte. Wir haben das Wissenschaftszeitvertragsgesetz mit Augenmaß novelliert. Wir wollten eindeutig bessere Rahmenbedingungen. Wir wollten, dass sich eine Befristung an der Qualifizierung orientiert. Sie muss dem angemessen sein. Das müssen die Hochschulen jetzt lernen. Und sie müssen es vor allem besprechen mit ihren Arbeitnehmern und vor allem auch zwischen Personalrat und Leitung. Die müssen es aushandeln und nicht wir. Und wir haben das Tenure-Track-Programm geschaffen. Das Tenure-Track-Programm bietet einen planbaren Einstieg und wir reden hier über 1.000 neue unbefristete Stellen mit Tenure, die damit geschaffen werden. Zusammen mit einem Personalentwicklungskonzept, denn das ist Pflicht, um überhaupt diese Stellen zu bekommen. Und das ist das, was wir brauchen in Zukunft. Wenn wir diese Laufbahnen alle begleiten wollen, positiv, dann brauchen wir aufgrund der Erkenntnisse über die Menschen, die dort arbeiten und die Strukturen, auch noch mehr Sicherheit. Und ich hoffe sehr, dass sowohl die Erfahrungen mithilfe des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes als auch die neuen Erkenntnisse über die Personalstruktur des Hochschulstatistikgesetzes uns Schwachstellen zeigt, aber auch die Stärken zeigt. Und wir wissen auch, Frau Gohlke, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn Sie sagen, Dauerstellen und Projektmittel geht nicht. Schauen Sie mal in die Länder. Wir haben ganz viele Länder, die sind nicht mehr stellengesteuert, die Hochschulen, sondern budgetgesteuert. Die budgetgesteuerten Hochschulen können sehr wohl
Dauerstellen machen aus Drittmitteln, weil sie nämlich wissen, wie viel sie haben im Jahr, und davon ist ein Teil verlässlich über die Jahre. Sie haben völlig recht, die Stellengesteuerten nicht. Das ist aber eine Länderaufgabe. Die Länder müssen ändern, anders, also lernen, anders zu arbeiten. Sie müssen endlich heute aufgestellt werden für die Zukunft und nicht für das Gestern. Ich glaube sicher, dass das Personal inzwischen, das Thema Personal überall angekommen ist. Jetzt müssen wir Geduld haben von der Politik. Evaluation 2020 haben wir im Gesetz drin. Das werden wir abwarten. Bis dahin haben wir Erkenntnisse des Hochschulstatistikgesetzes und die Evaluation des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes. Und dann werden wir sehen, ob dieser erste Schritt gefolgt wird von einem zweiten Schritt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.